Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Wolfgang von Balearis und heute geht es mal um dieses Entchen hier. Das ist die Dali Duck, also von der Firma Dali. Dali ist einer der größten Filterhersteller für Whirlpools, Spas und Swimmingpools und so weiter. Und die haben diese Ente rausgebracht. Und zwar ist das ein ganz feiner Schwamm. Und diesen Schwamm wirft man ins Wasser. Die Ente schwimmt so oder treibt auf der Oberfläche und sammelt so Öle, Fette, Staub und so weiter von der Oberfläche auf. Und das verhindert ein bisschen diesen Schmutzrand, den man kriegt bei der Wasserlinie. Diese Ente gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Und was man auch kriegt, auf Amazon zum Beispiel, sind ähnliche Dinge, also auch Enten oder Oktopusse oder in Blumenform. Und weil es da immer wieder Diskussionen gibt, ja, diese Enten, die bringen ja nichts. Und ich möchte jetzt mal einen Test machen, nämlich eine Ente qualitativ hochwertig, also von einem Hersteller, der qualitativ hochwertige Materialien erzeugt. Diese Ente kostet so 7, 8 Euro, wenn man es kauft. Und im Gegensatz dazu eben diese, ich glaube, das sind Oktopusse oder Blumen, wir werden es gleich sehen, made in China. Gibt es 16 Stück, wahrscheinlich günstiger als diese einzelne Ente. Und ich möchte jetzt mal einfach einen Test machen, weil natürlich immer die Leute sagen, diese billigen Produkte, die verfärben sich und die bringen eigentlich gar nichts. Und ich kann aber eigentlich von der Ente nur Positives berichten, weil ich habe die natürlich auch schon länger in Gebrauch und die funktioniert wirklich sehr gut. Was ich jetzt, oder was mir schon auffällt, ich zeige es mal in die Kamera, Sie sehen, das ist relativ hell und hier ist relativ dunkel. Das heißt, dieser eine Schwamm dürfte schon verfärbt sein, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, sie ist im Vakuum eingepackt, aber dieser eine Schwamm ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so toll, wie eigentlich sein sollte. Das ist schon mal das erste Anzeichen, dass es eventuell hier nicht, oder dass es hier nicht um eine hohe Qualität handelt. Es ist überhaupt das erste Mal, dass ich sowas auspacke. Gut, also das ist dieser Schwamm, natürlich jetzt vom Vakuum ein bisschen verformt, gibt ihm mal ins Wasser. Und schau mal, ob der aufgeht. Ich lasse das mal hier treiben. Pack das mal kurz weg. Oder vielleicht schauen wir uns noch diesen schmutzigen Schwamm auch an. Also hier zwei Stücke. Der eine, ja, der ist schon gelb verfärbt. Sie sehen das. Gelb verfärbt oder braun verfärbt. Also ja, das ist schon mal das erste Anzeichen, dass das vielleicht nicht die allerbeste Qualität ist. Und dieser Dali Duck kommt nicht vakuumverpackt. Das ist ein sehr, ja, sehr, so ein sehr weicher Schaum. Also Sie sehen, wenn ich das eindrücke, es geht wieder zurück. Ich kann das auch so eindrücken, das geht dann wieder auf. Und im Prinzip, man wirft das einfach so rein und lässt das Entchen so drinnen schwimmen im Whirlpool. Der Hersteller sagt jetzt, wenn sich diese Fläche dann verfärben sollte, kann man die Ente einfach umdrehen. Dann saugt quasi die andere Seite noch den Schmutz auf. Und Sie können natürlich dieses Entchen auch herausnehmen und dann mit quasi unterm Leitungswasser ausspülen, den Schmutz ausspülen. Bitte keine Haushaltsreiniger verwenden, weil sonst kriegt man Schaum in den Whirlpool, beziehungsweise da könnte sich auch der Chlorwert dann, der pH-Wert ändern. Also bitte nur unter reinem Wasser ausspülen. Und ja, das ist ein Oktopus, also man sieht so ungefähr, was das sein soll, die Augen und die Tentakeln. Und ja, ich lasse jetzt diese zwei Entchen und Oktopus mal hier schwimmen eine Zeit lang und beim nächsten Video schauen wir uns an, wie sich die verfärbt haben oder auch nicht, beziehungsweise ob die eine den Schmutz aufgesaugt hat oder auch nicht. Es wird natürlich ein bisschen dauern, Sie sehen, das Wasser ist sehr schön gepflegt, also ich werde natürlich das Wasser jetzt eine Zeit lang nicht pflegen, um eine Situation herbeizuführen, dass man da auch ein bisschen was sehen kann. Und dann geht es dann im nächsten Abschnitt weiter und mit dem Ergebnis. So, da bin ich wieder. Zwei Tage ist es jetzt her, wo ich diese Ente und den Oktopus in diesen Whirlpool gegeben habe. Und Sie sehen schon einen markanten Unterschied oder zwei markante Unterschiede. Sie sehen, der Oktopus hat sich verfärbt und ist etwas unter Wasser sozusagen, ist etwas untergegangen. Die Ente ist immer noch weiß und schwimmt auf der Oberfläche. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer an, was da passiert ist. Also dieser Oktopus, Sie sehen es, der ist untergegangen, hat sich mit Wasser vollgesogen, wenn ich den jetzt so hier rausnehme. Sie sehen, wie viel Wasser da raus rinnt. Im Gegensatz dazu bei der Ente. Der Ente rinnt fast kein Wasser raus. Das heißt, er hat sich mit Wasser vollgesogen. Jetzt könnte man sagen, wenn man sich die Unterseite ansieht, Sie sehen, die ist sehr, sehr braun. Jetzt könnte man sagen, ja super, der Schwamm hat gut funktioniert. Der hat den ganzen Dreck hier aufgenommen. Aber dem ist nicht so. Also erstens, Sie sehen, die Wasserlinie ist komplett sauber. Das Wasser ist glasklar und komplett sauber. Und wenn ich den Schwamm jetzt ausdrücke, dann kommt auch sauberes Wasser raus. Also da kommt kein Schmutz raus. Diese Verfärbung ist nämlich kein Schmutz,
sondern diese Verfärbung ist einfach, weil dieses Material ein günstiges Material ist und das sich verfärbt hat. Wenn ich jetzt die Ente rausnehme und Ihnen mal die Unterfläche zeige, da ist jetzt kein Schmutz, nichts drauf. Wenn ich das hier ausdrücke, kommt natürlich auch ein bisschen Wasser raus, aber nicht so viel wie hier. Das heißt, diese Verfärbungen, entweder vom Chlor oder vom Ozongenerator oder wo auch immer diese herkommen, aber die Qualität, Sie sehen ja den Unterschied, ist einfach viel schlechter. Ich zeige Ihnen noch was, wenn ich den so zusammendrücke und auch die Ente so zusammendrücke und dann aufmache, wie schnell das aufspringt und wie langsam das aufspringt. Sie sehen auch, das ist eher so ein billiger Schaumkern, wie man es kennt von den Matratzen, und das ist eher so ein teurer Schaumkern, so wie dieser Memory-Schaum. Es fühlt sich auch ganz anders an. Und ja, Sie sehen einfach da hier einen massiven Unterschied. Wenn ich das wahrscheinlich noch 2-3 Tage liegen lasse, dann geht das wahrscheinlich unter. Das werde ich jetzt noch probieren. Dieses Entchen, wie gesagt, einfach von der Qualität her viel, viel besser. Kostet zwar mehr, oder zumindest Sie kriegen zwar hier mehr Stück für das gleiche Geld, was die Ente kostet, aber Sie sehen auch, erstens sieht es optisch nicht schön aus, zweitens die Wirkung ist sehr fragwürdig. Deswegen würde ich, oder mein Fazit in diesem Fall ist, auf jeden Fall greifen Sie nicht zu den Billigprodukten, wo Sie mehr kriegen, sondern kaufen Sie wirklich Qualitätsprodukte. Sie haben mehr Freude damit und es wird wahrscheinlich auch länger halten und es sieht auch optisch ansprechender aus und vermutlich ist auch die Funktion der Ente viel, viel besser als von dem Octopus. Dann danke ich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per E-Mail oder per Telefon. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.